schicke ich was. Ich habe für euch eine ganz coole neue Videoserie, also Serienreihe für euch mir überlegt. Und zwar heißt sie, wie mache ich meinen Stall winterfest? Und das ist jetzt das erste Video aus unserer Serie. Und zwar geht es hier um automatisierte Tore. Was wir hier haben, ist ein automatisiertes Tor, das ich mir jetzt noch überlegt habe für euch. Und zwar ist das, lustigerweise ist das eigentlich für Hühner gemacht. Ja? Also das ist für Hühner so ein Teil, das quasi das Tor vom Huhn, also wenn das Huhn im Stall drinnen ist, dieses kleine Türchen hinaufzieht und damit die Hühner rein- und rauslaufen können. Jetzt habe ich mir überlegt, naja, wenn das für Hühner funktioniert, dass die Klappe aufgeht, dann könnte es ja auch für mein Tor funktionieren, weil eigentlich brauche ich ja auch nur etwas, was etwas aufzieht. Und deswegen habe ich mir das überlegt, dass ich dieses Gerät mit einer Schnur, also die Schnur ist da dabei, das habe ich dann verbunden an einen Haken, also ihr könnt da alles Mögliche nehmen. Ich habe halt leider keinen Haken mit drin gefunden, deswegen habe ich das mit einem Isolierband dran geklebt. Und dieser Haken, sobald er nach oben geht, zieht es hier mein Tor nach hinten. Damit das Tor aber nach hinten zieht, brauche ich hinten eine Feder. Und die zeige ich euch kurz, wenn ich darf. Hier seht ihr, habe ich eine Feder dran gemacht. Diese Feder ist natürlich immer so eine Sache. Also ihr seht es da ja, gell? Also so Federn würde ich nicht gerne in einem Bereich verwenden, wo sich die Pferde direkt befinden. Weil wenn sie mit dem Schweif jetzt gegen diese Feder schlagen, kann es passieren, und das ist auch einer Schülerin von mir mit ihrem Pferd passiert, das Pferd ist da hängen geblieben in dieser Ding, ist dann abgehauen und hinten hat die Feder die ganze Zeit so gebounced, ja, im Schweif drinnen, und das Pferd ist auf die Autobahn gelaufen. Ja. Also sehr vorsichtig sein, wo ihr diese Federn befestigt. Ja. Also ich habe sie in einem Bereich, wo die Pferde nicht hin können, weil die Pferde sind auf der anderen Seite und kommen hier eigentlich nicht wirklich hin. Wer sich aber da Gedanken und Sorgen macht und sagt, nein, ich traue mir das nicht so wirklich, ein ganz ein heißer Tipp ist, ihr gebt einfach eine Strumpfhose, zack, über dieses Teil drüber. Und diese Strumpfhose verhindert natürlich, dass der Schweif sich dann einhakeln kann. Das ist immer so ein heißer Tipp. Aber jetzt zu diesem Tor. Ich habe jetzt hier einfach zwei Elektroseile an dem Teil dran gemacht. Und jeweils über so eine Art Umlenkrolle habe ich sie quasi hier fixiert. Das heißt, ich habe halt einfach alte Karabiner genommen, die ich nicht mehr brauchen kann. Also irgendwelche alten Teile, die einfach kaputt sind, habe ich hier befestigt an einem Torisolator. Ich hoffe, man sieht das. Das kann man fast nicht scharf stellen. Gell? An einem Torisolator habe ich das dran gemacht und dann hier quasi als Umlenkrolle verwendet. Ihr könnt es natürlich auch richtige Umlenkrollen verwenden. Ihr könnt es auch Ringe verwenden, alles mögliche. Also ihr seht hier ein Karabiner. Hier ist halt ein Isolierband dran, damit der Karabiner nicht aufgeht von alleine. Und dann zieht sich das oben und unten hier, seht ihr das, zusammen zu diesem Tor. Ich wollte einfach nicht nur ein Schnürl, also ein Schnürl wird natürlich auch reichen, das ist vollkommen klar. Ich wollte es aber nicht, weil ich habe ein Pony und ich habe Angst, dass das Pony da unten durchkalt. Ich finde, die Kombination aus beiden ist natürlich super klasse. Ihr könnt aber natürlich auch zwei Torgriffe machen und diesen Stab hier verlängern. Ja, dann würde eins nach dem anderen aufgehen. Der Vorteil ist mit den zwei Umlenkrollen, dass wenn ich das aufmache, dass das nicht ganz so heftig zurückschnepft. Ja? Wenn es nur an einem Seil hängt, deswegen seht ihr, habe ich da schon den Torgriff mittlerweile schon isoliert, also mit einem weichen Cushing quasi isoliert, damit man der Torgriff nicht jedes Mal dagegen knallt und dann irgendwann einmal aufspringt. Ja? Im Winter ist das Material sehr spröde. Man kann den Kunststoff einfach brechen. Das heißt, wenn man das so verteilt auf zwei und das zieht es dann zurück, dann knallt es nicht ganz so heftig dagegen. So, ich möchte euch jetzt aber einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Also ich habe hier eine Zeitschaltuhr drinnen. Das heißt, ich kann mit Zeitschaltung dieses Gerät bitten, dass es ab einer gewissen Uhrzeit auf und zu macht. Man kann es natürlich auch manuell machen, und das ist das, was ich jetzt machen werde. Und zwar, ich klicke hier auf manuell öffnen und schau mal, was das Teil macht. Seht ihr das? Der Haken geht hier auf. Zack, es geht auf und das Tor springt auf. Also eigentlich eine ziemlich einfache Lösung und ziemlich coole Lösung. Also das Ganze geht natürlich auch wieder in die andere Richtung. Also ich habe jetzt hier auf manuell runterfahren gedrückt. Das heißt, ich drücke da auf diesen Knopf da hinauf, dann fährt das ganze System wieder runter. Dann kann ich mir meinen Haken wieder nehmen, ihn mir hier zwischen diesen zwei Torgriffen, die ich da dran gemacht habe, einhaken. Und dann kann ich mir auch da hinten meinen Torgriff wieder nehmen. Ihr seht, da hinten haben wir unsere Spirale. Ich nehme den Torgriff und die Spirale wird entlang gezogen. Über diese zwei Umlenkrollen habe ich es halt geführt und stecke jetzt da quasi den Torgriff wieder hinein. Und zack, habe ich wieder ein geschlossenes Tor, das jetzt mit Zeitschaltung aufgehen kann.
oder auch manuell bedient werden kann. 19:30 mache ich auf, dann können die Pferde hier in das Paddock hinein, da ist dann meistens dann ein Heuballen drinnen, den muss ich halt erst nachfüllen und hinten Heusäcke aufgefüllt, dann haben sie halt auch ihren Offenstallbereich hier und das Wasser auf der anderen Seite. Um dorthin zu kommen, müssen sie dann auch wieder ganz außen herum, damit sie quasi dann dorthin können. Das erzähle ich euch in einem anderen Video, warum ich das so mache und warum das so wichtig ist. Jetzt zeige ich euch nur noch einmal, dass es nochmal seht. Zack, ich gehe wieder auf manuell öffnen. Schauen wir uns das Ganze an. Der Stift geht nach oben. Zack, das Tor geht auf. Das ist für mich eine wahnsinnige Ersparnis, weil ich muss euch echt sagen, um 19.30 Uhr ist es auch ziemlich zart, darauf zu gehen. Ja. Also ich habe das Glück, ich habe da mein Haus direkt bei meinem Stall, also das Gelbe da unten ist mein Haus. Das Glück hat natürlich nicht dann jeder. Viele Leute müssen vielleicht dann zweimal am Tag zum Stall fahren, um die Pferde wieder ins Paddock reinzulassen. Ich glaube, für viele ist das eine wahnsinnige Erleichterung. Ja, wenn die sagen, okay, um 16 Uhr, 17, 18 Uhr, wie auch immer, geht automatisch ein Tor auf und die Pferde können in ihr Paddock und in den Unterstand. Ich habe da jetzt zusätzlich noch ein kleines Dach gebaut. Angeblich ist das Teil wasserfest. Ich persönlich bin einfach trotzdem immer Fan davon, nochmal was drüber zu bauen, sicher ist sicher. Ja, gekriegt habe ich das bei Landtechnik Radoscher. Das heißt, ich werde euch da jetzt dann im Beitrag einen Link dazu senden. Also oben im Beitrag habt ihr dann den Link dazu, wo man das Zeug dann herbekommt, welcher Händler das vertreibt. Und ja, also gemacht ist das natürlich nicht dafür. Ja, gemacht ist das für eine Hühnerklappe, die dann auf und zu geht. Nur ich finde, man kann Dinge immer sehr gut zweckentfremden, wenn man ingenieursmäßig einfach ein bisschen eine Ideen hat. Cool. Schreibt mir in die Beiträge, wie ihr es gefunden habt, ob ihr sowas auch schon verwendet, was für Systeme ihr so habt, was ihr gerne noch sehen wollt, welche Fragen ihr noch habt. Und ich freue mich auf eine ganz, ganz coole Testreihe. Das nächste Video wird wahrscheinlich sein, mein automatischer beheizbarer Wassertränker. Und dann hätte ich noch ein paar lustige Themen wie den Trail da draußen, warum der so wichtig ist, warum es wichtig ist, Wasser von Futter zu trennen, warum es wichtig ist, Pferde in Bewegung zu halten. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seid und ganz viele Fragen stellt. Okay, danke euch, baba! Thank you.